Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer nächsten Folge FIFA 19 Karriere mit dem ersten FC Kaiserslautern. Und heute sind wir wieder eine Runde weiter. Jetzt muss ich mal einen Drücker hin. So, da ist er ja. So, heute sind wir eine Runde weiter. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Die nächste Partie, Halbfinale, geht's gegen den FC St. Gallen. Ja, auch wieder ein Schweizer Club. Da sind viele Schweizer drin in diesem European International Cup. Schauen wir mal. Ja, anderes Halbfinale ist Fleetwood Town gegen FC Luzern. Hat Luzern es gepackt, in meiner Gruppe weiterzukommen, ist super. Das freut mich. Und wir haben Post bekommen. Das schauen wir uns mal noch kurz an, was da los ist. Turnierpreisgeld. Aufgrund ihrer Leistung haben wir zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt. Ja, sehr schön. Freut mich immer wieder. Nachricht vom Spieler. Hallo Chef. Ich hoffe, es irritiert mal ein bisschen. Hab ich doch eben schon gemacht. Achso, der ist und hier. Vielen Dank, Trainer. Es war wirklich toll, dass Sie mir die Chance gegeben haben zu spielen. Ja, freut mich auch. Lösche, weg mit. Gut, weiter geht's im Text. Wir können die Mannschaft mal trainieren. Haben wir noch gar nicht trainiert, gell? Hier, Biada wird mal trainiert. Dann trainieren wir den lieben Zuck. Den machen wir es mal Mittel. Dann natürlich Sivas wird auch mal trainiert, Mittel. Dann möchte ich noch trainieren Sternberg. Machen wir mal leicht. Und last but not least machen wir mal noch Innenverteidiger. Und zwar der Heinold wird mal trainiert. Auch leicht. Und wir simulieren das Ganze. Mal sehen, was bei rumkommt. Ja. Dreimal B, einmal C, einmal D. Sehr durchwachsen. Gut, haben wir das auch hinter uns. Weiter im Text, wir gehen mal zum Halbfinale. Ja, da bin ich mal gespannt. Das ist jetzt bestimmt wieder ein Gegner, der richtig schwierig ist. Weil ich habe immer so ein bisschen Respekt jetzt, weil ich Weltklasse eingestellt habe. Beziehungsweise FIFA hat mich auf Weltklasse hochgestuft und dann nehme ich diese Herausforderung auch gerne an. Mache damit weiter. Jetzt gucken wir mal erstmal die Mannschaft. Ich will so ein bisschen umstellen. Ich möchte zum Beispiel Zug, möchte ich eigentlich raus und dafür wollte ich mal den Pick. Ist zwar nicht ganz positionsgetreu, ist aber immer gerade scheißegal. So, dann möchte ich gern. Haben wir den Heinold ist drin. Ich weiß, Spalbes ist zwar verletzt im Realen, aber wir sind jetzt nicht real. Wir spielen hier im FIFA-Modus. Und da sehe ich den Spalbes jetzt mal gesetzt im Sturm. Neben Thiele. Und so werden wir jetzt auch spielen. Ah, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, mein Herz, glaube ich. So, weiter geht's. Halbfinale. Erster FC Kaiserslautern gegen den FC St. Gallen. St. Gallen in den gallengrünen Trikots. Schönes Verteidigen. Ja, super. Ja, super. Super. Ach, da läuft er vorbei. Das war's schon, glaube ich. Ne? Wo läuft er dann hin? Siehst du, baldet. Sehr schön. Sag mal. Das war nichts. Sehr schön. Den kann er nicht kriegen.
Schade. Nee, das wird nix. Sehr schön. Sehr schön. Was war das? War doch gefault, Jungs, ey, jetzt hört auf, ey. Immerhin 7370 Punkte. Gut, wir machen mal weiter mit dem Spaß. Wir gehen ins Spiel. Sonst wird's langweilig, glaube ich. Molten Road in Großbritannien. Wir stoßen an. In den roten Trikots von links nach rechts. Los geht's. Spalbe am Ball zu Löwans drüben. Der wieder zu dick. Und ich gehe das mit den Fehlpässe jetzt nicht so weiter. Schön gemacht. Sehr schön. Ah, schade. Und da ist auch schon wieder der erste Fehlpass. Oh, Glück gehabt, dass der noch angekommen ist. Sehr schön. Ah, schade. Ist er da nicht. Steht da nicht richtig zur Position. Hämlein, schießt mal ab. Ah, am Tor vorbei. Schade. Erste Chance für den ersten Kaiserslautern. Eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Abstoß für Luzern. Ach, Luzern. St. Gallen, sag ich. Bin noch in der letzten Partie drin hier. So, aus 1 Uhr für den ersten FC Kaiserslautern. Sehr schön. Flanke kommt rein, aber nicht genau. Warum geht der da nicht zum Ball drauf? Ey, so pass, da kenne ich echt Galle kotze. Dass jetzt kein Abseits war. Vorsicht, da ist das Ding drin, steht 0-1 für St. Gallen. Was ein Strahl. Leck mich am Arsch, ey. Muss mal trinken jetzt. Erste Riesenchance für St. Gallen, die ist natürlich drin. Ja, da darfst du dich so Fehlpässe nicht leisten in Weltklasse. Scheiße, das war ein super Pass. Keine Chancen mehr für den Verteidiger dran zu kommen. Und dann geht er natürlich genau oben ins Lattekreuz. Ja? Tapfer heißt er, der Torschütze. Ja, geht den Pfosten dann rein, ja, super. Ja, freu dich doch, locker. Ja, Head off, Head off. Ja, das war jetzt kein Foul oder was. Kriegen den Ball nicht mehr unter Kontrolle. Jetzt geht's wieder umgekehrt. Jetzt geht's wieder los. Müssen wir aufpassen. Einwurf für den FCK. Hat er gut gemacht. Schade, kann man nicht durch. Ja, es merkt, die Konzentration ist jetzt ein bisschen höher. Sehr schön, dick ins Aus. Einwurf für Luzern. Ach, Luzern, sag ich jetzt, St. Gallen. Leute, Leute, Leute. Vorsicht, Vorsicht! Bis mit der Riesenchance zum 0-2, aber er schießt drüber.
Glück gehabt. Glück für den FCK. Steht nach wie vor 0 zu 1 aus Sicht des FCKs. Da muss noch was kommen. Da muss jetzt was kommen, sonst sehen wir hier alt aus. Sehr schön gemacht. Sternberg jetzt auf der Außenbahn. Flankt den Ball rein, geht aber ins Aus, gibt Ecke. War Abraller, ja genau. Ne, gibt doch keine Ecke mehr. Ich dachte, der wäre abgeprallt. Na ja, gut, Abstoß für St. Gallen. Nee, ich spiele weit und hoch. Jungs, 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 passt auf. Nächste riesige Chance für St. Gallen. Hier die Führung auszubauen. Und dann so pest ehrlich. Ich könnte ehrlich nicht wissen, was ich machen soll. Schon wieder so pass. Langsam wird es peinlich, langsam wird es richtig ernst hier. St. Gallen, die klar bessere Mannschaft. Jetzt vielleicht mal Hämlein. Kriegt den Ball nicht reingeflankt, ey. St. Gallen ins Seitenhaus, gibt einen Wurf. Hämlein jetzt findet der Flanke. Aber da steht keiner richtig. Da ist keiner da, der den Kopfball annehmen kann. Und dann ist die erste Halbzeit vorbei. Es steht aus lauterer Sicht 0 zu 1 für den FC St. Gallen. Und ich muss auch sagen, recht verdient. Also, das haben sie gut gemacht, die Jungs aus der Schweiz. Ah, was machen wir denn jetzt? So, mal Picknum raus. Zug rein. Und, Mittelfeldspieler sind also fertig, ey. Naja, komm. Weiter geht's. Zweite Halbzeit beginnt. Der FC St. Gallen mit dem Anstoß. Von links nach rechts. Wir jetzt im Zugzwang. Wir müssen jetzt einen Treffer erzielen, damit wir hier noch eine Chance haben. Aber da müsste man die Fehlpässe langsam aufhören hier. Immerhin, immerhin, Kampfgeist stimmt, ne? Und was macht er da draus? Der spielt nach außen hin, anstatt nur in die Mitte. Ach, das ärgert mich kaputt. Ich wollte in die Mitte spielen, aber es gibt immerhin Ecke für den ersten FC Kaiserslautern. Jetzt mal Kopfball, ey. Nix gibt's. Kann der Ball einfach nicht behaupten, ey. Einmal für den FCK. Ja, jetzt sind wir ein bisschen mehr am Drücker jetzt. Ja, und dann so Schuss. Ja, man muss es auch mal probieren, aber dann, wenn dann so Schuss bei rauskommt, da kannst du nichts gewinnen. Da kannst du nichts gewinnen. Und jetzt wieder so eine Pass. So eine Pass auf Taffer. Taffer jetzt. Vorsicht! Sieh, was ist da? Klärt zum Tor aus. Eckball für den FC St. Gallen. Biss geht raus. Vorsicht! Vorsicht! Taffer mit der nächsten Riesenchance. Kommt aber zu weit in Rückenlage und schießt das Ding natürlich in die Wolke. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Jetzt kommt doch mal einer da. Es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht. 66 Spielminute. Schon vorbei.
Ah, scheiße. Ihr merkt, ich bin ganz konzentriert. Aber es bringt alles nichts. St. Gallen ist doch was stärker und dann steht es auch verdient. 0:2 für St. Gallen. Ja, das war's dann wohl im European International Cup für den ersten FC Kaiserslautern. Wenn man so spielt, muss man sich nicht wundern, wenn man hinten die Tore fängt. Ja. Ah, ist das ärgerlich. Nasim Benkal Liefer. Wie auch immer das richtig ausgesprochen wird. Jetzt können wir eigentlich nur noch, das ist eigentlich jetzt nur noch Trainingsspiel für uns. Was wollen wir hier noch machen? Kommt er an? Nee, schade. Hätte aber keine ankommen, ey. Jetzt ein Schuss aus der Ferne, aber der ist zu platziert. Keine Gefahr für den Keeper des FC St. Gallen. Nächster Wechsel. Weiter geht's. Abschlag durch den Keeper. Ja, jetzt spielen sie das gescheit aus hier. Jetzt haben sie natürlich alle Zeit der Welt, hier die Partie in Ruhe zu Ende zu spielen. Der FCK ist machtlos. Momentan steht er total neben sich. Und ja, man sieht's. Zweikämpfe gehen verloren. Ohne Ende. Fehlpässe ohne Ende. So, hier jetzt wieder. Ja. Dann kannst du nichts gewinnen mit so viel Pass. Ehrlich, FIFA, leck mich am Arsch! '89. Spielminute. Nächster Wechsel. FC St. Gallen. Abschlag durch Sivas. Ach je. Ja, das können wir getrost vergessen, das Spiel. Herbe Niederlage, Härte, das ist eine herbe Liga. Das ist also ehrlich. Weg. Ja, da ist die Partie vorbei. Der FCK verliert 0:2 gegen den FC St. Gallen im Halbfinale des European International Cups. Ja, muss sagen, Gegner hat verdient gewonnen. Da ja, war nichts mehr zu holen. Mit diesen eklatanten Fehler vorne im Sturm und auch in dem Mittelfeld mit den Fehlpässen. Da kannst du nichts gewinnen. Und ja, ich hoffe, ich kriege trotzdem einen Daumen nach oben von euch. Oder schreibt mir mal einen Kommentar, was ich besser machen kann. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel der dritten Bundesliga. Und in diesem Sinne sage ich mal Tschüss. Euer Chris, macht's gut!